Mein nächster Gast hilft 1% der Bevölkerung. Was vielleicht erstmal klein klingt, sind aber in Wahrheit ganz, ganz viele Menschen, die ein riesengroßes Problem haben, denn sie stottern. Und er hilft ihnen, dieses Stottern loszuwerden. Und ich freue mich jetzt riesig auf das Gespräch mit Daniel Michel. Hallo Daniel. Hallo Alissa. Ich habe es gerade gesagt, 1% der Bevölkerung klingt erstmal klein, aber das Leben als Stotterer ist schon wirklich schwierig. Was hat das für Einflüsse, Auswirkungen auf unser Leben? Das ist enorm. Wenn ein Kind zum Beispiel stottert, der hat nicht die Freunde, die er gerne haben möchte. Er hat nicht die Freundin, wenn er älter wird, die er gerne haben möchte. Und er hat auch nicht den Job. Es ist wirklich enorm. Ich habe das ja selber erlebt an meinem Sohn. Und die Personen, mit denen ich Kontakt habe, da sehe ich das immer wieder, was das für einen enormen Einfluss hat auf das soziale Leben, auf den Alltag einfach. Und das löst, wenn man da helfen kann, das löst wahnsinnig viel. Ich kann mir das auch ganz schwierig vorstellen als Eltern, wenn man natürlich irgendwie so machtlos ist und man sieht, wie das eigene Kind leidet und möchte ja so gerne helfen. Was habt ihr damals alles unternommen, um euren Sohn zu helfen? Wir sind zum Logopäden gegangen. Und wir sind in Kinesiologie gegangen und dann gab es den Schulpsychologen und das hat alles nicht geholfen, ganz genau. Das geht ums Zwerchfell, das ist ein ganz wichtiger Muskel, den wir haben beim Atmen. Und wenn der nicht richtig arbeitet, dann kommt man zum Stottern. Und dann kann man nicht einmal in die Logopädie gehen oder einmal dahin, sondern man muss das trainieren, umtrainieren. Eine ganze Woche lang. Das ist das, was ich anbiete. Mhm. Wie ist es denn bei dir selber damals dazu gekommen, dass du gesagt hast, du gehst aus deinem alten Job raus und möchtest jetzt genau diesen Menschen, die eben stottern, helfen? Ich war ganz lange in einer Führungsposition, in einem interessanten Job auf einer Bank. Und irgendwann kam das Thema, dass ich gedacht habe, ich möchte was Neues machen, was Neues anpacken. Und da wusste ich, ich möchte gerne eine Therapie anbieten für Menschen, die stottern. Habe dann eine Ausbildung gemacht als Atemtherapeut und Atempädagoge und als Mentalcoach, weil ich beides sehr gut einsetzen kann in dieser Therapie. Wem hilfst du heute? Sind das Kinder, sind es Erwachsene? Wer ist das? Das ist ein 7-Jähriger, das ist ein Jugendlicher von 14 Jahren. Das ist ein, war jetzt gerade ein 16-jähriges Mädchen, das ist ein 24-Jähriger voll im Job, in einer wichtigen Position, oder ein 55-jähriger Mann, der auch noch im Beruf tätig ist und glücklich ist, wenn er flüssig sprechen kann. Das sind also Frauen, Kinder, Männer, Führungskräfte, alle möglichen in allen möglichen Situationen, ja. Und in welchem Zeitraum kannst du diesen Menschen helfen? Es ist so, die Therapie geht 5 Tage. Am Montag mache ich ein Video und am Freitag auch. Mhm. Jeden Tag ist es am Morgen 2x 45 Minuten und am Nachmittag. Und das Video mache ich deshalb, weil die Teilnehmer bereits nach 5 Tagen schon ganz enorme Fortschritte sehen. Ich hatte sogar einen 7-Jährigen, der hat nach 5 Tagen wirklich nicht mehr gestottert. Wow. Normal ist, dass man noch 2-3 Monate Übungen machen muss. In diesen 2-3 Monaten begleite ich die Menschen auch noch zusätzlich. Und wenn sie die Übungen so machen, wie ich ihnen sage, dann kann ich ihnen garantieren, schriftlich, dass sie nicht mehr stottern nach 2-3 Monaten. Ja. Was für ein Lebensgewinn und vor allem 5 Tage, um diesen ersten großen Schritt natürlich auch mal zu machen, sind ja eigentlich nichts im Vergleich zu dem ganzen Leid, was man auch davor schon lange Jahre erlebt hat. Ganz genau. Was macht ihr in diesen 5 Tagen, dass ihr schon so tolle Erfolge erzielen könnt? Es hat ganz viel mit Atemtechnik zu tun und die Länge der Sätze und der Moment, wo man Atem holt. Und diese Übung, die muss man immer und immer wieder machen, weil man muss, wie ich gesagt habe, das Zwerchfell neu konditionieren. Das geht nur, wenn man dranbleibt. Und das machen wir die ganze Woche. Mhm. Weil ich ein enorm breites Wissen habe, ein enorm breiter Background, kommen auch andere Dinge dazu, wie zum Beispiel ätherische Öle. Wenn das ein Teilnehmer will, bekommt er von mir auch ätherische Öle, die auch die Persönlichkeit unterstützen. Da musst du jetzt ein bisschen mehr darüber erzählen. Wie bist du dazu gekommen?
Da hatte ich ein persönliches Interesse. Die Pflanzen, die ätherischen Öle, sind reinste Pflanzen. Und da gibt es solche, die tatsächlich auf die Persönlichkeit eine Auswirkung haben. Es gibt Mischungen. Mhm. Da gibt es zum Beispiel eine Mischung, dass man mehr Mut hat. Und das ist etwas, was man dann auch an jemandem empfehlen kann, der stottert. Ich mache das dann aber mit dem Einsatz der Kinesiologie. Dann kann jemand selber wählen aus 10 Fläschchen, die abgedeckt sind. Und dann riecht er dabei. Und das, was ihm am besten zusagt, das darf er dann mit nach Hause nehmen. Ja. Du machst heutzutage was anderes als das, was deinem Sohn damals geholfen hat. Was machst du generell anders als andere Stottertherapeuten? Ganz viele Stottertherapeuten arbeiten so, dass sie mit den Händen auch da das Zwerchfell selber zusammendrücken in dem Moment, wo sie sprechen. Also auch in die Bäckerei, wenn sie in die Bäckerei gehen. Da haben nur schon Kinder ganz große Hemmungen. Mhm. Und ich habe dann gerade in meiner Arbeit mit Kindern zusammen gemerkt, dass es einen anderen Weg geben muss. Und was ich anders mache, das überhaupt nicht. Viele arbeiten damit. Es gibt auch solche, die haben da noch ein Gummiband, dass man das nicht machen muss, weil dann das Gummiband das Zwerchfell zusammendrückt. Und wenn man reden muss, drückt es halt das raus. Ich habe auch keine Gummibänder, nichts. Ja. Es ist nur Atemtechnik. Das Verrückte ist, die kommen zu mir in die erste Lektion und ich kann noch nach 3 Minuten gebe ich ihnen schon einen Hinweis, was sie anders machen sollen, und sie haben dann das große Aha-Erlebnis und merken, ah ja, ganz genau, so geht es. Voll. Was begeistert dich besonders an deiner Tätigkeit? Dass ich Menschen helfen kann, dass ich Menschen, die darunter leiden, wirklich helfen kann. Das berührt mich jeweils sehr am Freitag, wenn die Therapie fertig ist, also die Intensivtherapie. Wie gesagt, geht es nachher noch 2-3 Monate weiter, wo wir immer noch Kontakt haben. Da berührt es mich schon, diese Fortschritte. Und dann kommen dann auch Eltern dazu, wenn das bei einem Kind ist, die Kinder abholen. Und die sind dann so dankbar, weil sie schon unter der Woche gemerkt haben, was das für enorme Fortschritte sind. Und das Berührtsein, das habe ich sonst eigentlich nie gehabt in einem Job. Ja. Und das ist eine große Motivation. Und das ist meine Motivation, immer mehr Menschen da zu helfen. Ja. Und gab es da ein Beispiel, was dich besonders auch persönlich berührt hat? Das ist schon ein 7-Jähriger. Das ist jetzt ein anderer 7-Jähriger, von dem ich erzählt habe, der nach Hause ging am Freitag und er hat eine Stunde geweint. Weil er nicht mehr in der Therapie bei mir sein konnte, ganz genau. Ja. Aber wie toll, da merkt man richtig, dass seine Arbeit so einen Mehrwert hat. Genau, es gelingt mir eben schon, das darf ich sagen, wenn du das jetzt ansprichst, es gelingt mir sehr gut, auf Kinder einzugehen. Ja. Das war lustig, ich wollte eigentlich beginnen mit Erwachsenen, meine Tochter, ich habe auch eine Tochter, hat gesagt, ja, was machst du jetzt? Du beginnst mit Erwachsenen. Gesagt, ja, und was machst du mit Kindern? Ja, das kommt später. Und jetzt habe ich mehr Kinder als Erwachsene. Aber Erwachsene selbstverständlich auch. Weiß man denn eigentlich, warum Menschen anfangen zu stottern? Es ist so, 100 Menschen, die stottern, haben 100 verschiedene Gründe. Mhm. Und jetzt könntest du damit zum Psychologen gehen oder zu einem Fachmann. Da hast du einmal eine Sitzung und dann hast du 20, 30 Sitzungen und vielleicht findet man dann heraus, was der Grund war. Mhm. Und weil das Ganze übers Zwerchfell geht, kann ich helfen, einfach übers Zwerchfell, ohne dass ich die Gründe kennen muss. Mhm. Weil bei allen Hunden, alle Hunde machen genau den gleichen Fehler. Sie wollen mit Einatmen reden. Wir reden immer, wir sprechen immer mit Ausatmen. Ja. Und das ist der große Unterschied. Und deshalb reicht es zu wissen, wie man mit dem Zwerchfell, mit dem Atem arbeitet. Und wenn dann jemand das Mentalcoaching doch zusätzlich will, was ich, wie gesagt, auch empfehle, dann komme ich zusätzlich doch auch aufs Unterbewusstsein, ohne dass da ein Punkt ist, wo ich weiß, das hat jetzt seinen Nerv getroffen, wo vielleicht ein Lehrer, der ihm auf die Finger geklopft hat oder irgendetwas anderes. Oder es gab Probleme mit den Eltern. Das erfrage ich nicht, aber mit dem Mentalcoaching
lösten sich da plötzlich Knöpfe, die da dann beheimatet waren, ohne dass ich das weiß, ja. Weil im Unterbewusstsein habe ich auch keinen Einblick, aber das Mentalcoaching ist ganz, das gibt ganz gewaltige Möglichkeiten, ja. Du bietest zwei verschiedene Programme an, worin unterscheiden die sich? Es reicht eigentlich, wenn jemand die Stottertherapie einfach macht, Daniel Michels Stottertherapie, und dann gibt es die Daniel Michels Stottertherapie Plus, das ist mit dem Mentalcoaching. Es ist in beiden dasselbe mit der Arbeit, mit der Atemarbeit, mit den kurzen Sätzen und so weiter. Bei beiden genau das gleiche Programm. Aber es kommt zusätzlich noch das Mentalcoaching mit dem Plus dazu. Mhm. Und weil das eben, das kann bei Menschen, abgesehen vom Stottern, noch zusätzliche Knöpfe lösen. Deshalb empfehle ich das sehr. Und wie gesagt, alle machen das eigentlich auch so. Ja. Ich finde es total spannend, weil es so viele verschiedene Bereiche dann auch sind, die du mit zu Rate ziehst. Genau. Wie bist du dazu gekommen, zu sagen, ich fokussiere mich jetzt nicht nur auf die reine Stotterbewältigung, sondern ich hole mir auch Hilfsmittel aus anderen Bereichen? Es ist so, ich hatte immer mal wieder so Situationen, wo ich gemerkt habe, Daniel, ich kann das eigentlich auch noch und ich habe auch noch die Öle. Ich könnte sie. Es waren immer so die Impulse, die ich bekommen habe, wo ich gedacht habe, eigentlich könnte ich das miteinander verbinden, ja. Ganz genau. Und dann bekomme ich Artikel. Es gibt eine Studie von Menschen, von Studenten, die an einem Tisch sitzen, 6 Studenten, 3 links und 3 rechts und 3, die sitzen alle so zusammengekauert und die anderen sitzen so da. Dann haben sie den beiden die gleichen schwierigen Mathematikaufgaben gegeben. Und die mit der Körperhaltung haben bessere Resultate gemacht. Ja. Und wer stottert, macht sich klein und der will, dass man ihn nicht sieht. Ich betreibe jetzt ein wenig. Der hat eine schlechte Körperhaltung, weil er sich klein macht. Und deshalb, auch da habe ich Hinweise rein über die Körperhaltung. Da korrigiere ich sie dann in diesen 5 Tagen auch. Mhm. Das sind alles so Elemente, wo ich da und dort Erfahrung und Wissen habe, was ich in meinem Leben auch angesammelt habe, wo ich gemerkt habe, das ist groß, was ich weiß und ich kann das weitergeben. Das ist so großartig, dass du das machst, weil jeder Mensch hat ja auch eine Botschaft und hat Geschichten zu erzählen. Und wenn man sie sich nicht traut zu sagen, einfach weil man Angst hat, von anderen gehört zu werden, dann ist es so schade. Und das ist so toll, dass du ihnen wirklich eine Stimme gibst, im wahrsten Sinne des Wortes. Wie kann man denn am besten deine Arbeit verfolgen oder mit dir in Kontakt treten? Ich habe eine eigene Webseite, danielmichel.ch. Mhm. Da kann man ein kostenloses Erstgespräch buchen. Nur schon da, dass wenn die Menschen das buchen, dieses kostenlose Erstgespräch, per Zoom das machen, ich kann da in einer Minute schon im Zoom zeigen, wie sie zum flüssigen Sprechen kommen und das beeindruckt sehr. Und ich bin auch auf Social Media, selbstverständlich, ja. Daniel, ganz herzlichen Dank, dass du heute hier zum Interview da warst. Danke dir, Alissa, danke vielmals.